Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Mario Kart 8. Ja, was ganz Besonderes haben wir heute am Start, nämlich, wie ihr schon seht, Mario Kart 8. Dieses Angezockt ist für mich was ganz Besonderes, weil ich bin ein riesengroßer Mario Kart Fan, schon seit ich denken kann eigentlich. Also natürlich ging es wie bei jedem wahrscheinlich mit dem Super Nintendo los. Da habe ich damals schon als Kind wirklich alles gespielt, was ging, habe danach auch fast jedes Mario Kart mehr gekauft, was es so gab, außer halt für die mobilen Konsolen, also den 3DS, glaube ich, da gab es mal. Da habe ich mir nicht geholt, aber ansonsten, ich habe mir sogar die Wii, die normale damals, nur für Mario Kart geholt, genauso wie die Wii U auch. Und jetzt hier auf der Switch habe ich natürlich sozusagen ein bisschen Erfahrungsvorteil, weil das ist im Prinzip genau das gleiche Mario Kart wie für die Wii U. Ist so ein bisschen gepimpt, aber das Gros ist gleich geblieben. Deswegen springen wir in den Einzelspieler. Wir machen natürlich heute mal einen Grand Prix. Und ich würde sagen, ihr seht, ich bin noch nicht viel gefahren, aber 150 Kubikzentimeter muss schon drin sein. Einfach mal, dass wir mal sehen, was geht da so. Jetzt kann man hier sich eine Schar von Fahrern aussuchen. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur Wii U-Version. Da gibt es andere Fahrer, nämlich hier unten so zum Beispiel die Inkling. Aber ich fahre in dem Fall mit Yoshi. Und dann beim Yoshi kann man sich auch noch Farben aussuchen. Dann nehmen wir heute mal den Orangenen. So, vorher habe ich noch was freigeschalten und zwar neue Rims. Hier von Mercedes gesponsert. Ich selber will jetzt hier irgendein cooles Kart. Was ist denn das? Der Sauseschuh? Der Sauseschuh. Ja, der schaut ja ganz brauchbar aus. Dann kann man jetzt hier noch die Felgen, die Reifen wählen. Dann nehme ich die Standard, haben nämlich ein gutes Handling. Und jetzt nehmen wir noch irgendeinen lässigen Schirm. Ja, ich glaube hier die 8. Den kann man schon fahren. So, und jetzt nehme ich natürlich einen Cup, den ich noch nicht gefahren bin, wo ich noch keine Sterne abgegriffen habe. Und zwar irgendwas, was vielleicht noch nicht so häufig gesehen worden ist. Die Röhrenfreiheit Vulkankon. Ja, das ist doch ganz nett. Der Blitzkampf. Natürlich würde mich an der Stelle auch mal interessieren, wie sieht es denn bei euch so mit Mario Kart aus? Seid ihr auch Fans oder hat es euch nie gekickt oder wurdet ihr immer verdroschen bei irgendwelchen Spielenabenden mit Freunden damals? Kann natürlich ja auch sein. So, Rennen Nummer Uno. So, gleich im Drift in die erste Kurve. Zack, gejumpt. Oh, oh, oh. Und hier, das ist was Neues. Jetzt kann man nämlich so eine Doppel... Fragezeichen abstauben. Das war mal nix und eine Banane. So, und ihr seht, man kann hier entspannt fliegen. Nein, 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 ich habe die Banane zurückgeworfen. Oh Gott, ging Gott sei Dank gerade gut. Vor lauter Schreck über die Route habe ich die Banane einfach mal abgeworfen. So, mittlerweile ist hier ein komfortabler Vorsprung, aber Mario Kart war nicht Mario Kart, wenn ich hier... Oh, ja, sehr gut. Oh, eine blaue! Genau eine blaue wollte ich nicht! Das ist so typisch. Ich wollte gerade sagen, Mario Kart wäre nicht Mario Kart, wenn es da nicht eine blaue gäbe. Das ist halt immer das Typische. Wenn der erste ein bisschen zu weit vorne ist, dann sagt Mario Kart, hier ist die blaue. Frissi, frissi! Aber die Strecken sind wirklich schön gemacht, sind mit viel Liebe zum Detail verewigt. So, oh, nicht geschafft. Aber ich kann hier auch hupen, aber es bringt nur nichts. Nein, 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 nein. Jetzt kommt der Affe. Der Affe kommt. Und der Blaue. Ja, genau. Triff mich. So, jetzt wird es natürlich wie immer nochmal ganz spannend. Denn jetzt muss ich auch noch den Vorsprung von dem Affen wieder einholen.
Da habe ich es geschafft. So, jetzt nur das Ding irgendwie nach verwalten und nach Hause fahren. Die Münzen übrigens, falls sich der eine oder andere fragt, was bringen denn die Münzen überhaupt? Je mehr Münzen ihr sammelt, desto mehr Items bekommt ihr auch. Oder beziehungsweise bekommt ihr diese Freischaltungen, die ihr vorher gesehen habt mit den Reifen. Und das kriegt man eben genau durch Münzen. Och nee, was ein Fehler. Huh. Yes, da ist schon der erste Platz. Vier Rennen gibt's an der Zahl. Natürlich könnte man sich die Highlights ansehen, aber wir wollen direkt in den Kampf für das nächste Rennen. Vier erste Plätze ist die Prämisse, das will ich schaffen. Das schaut dann einfach so aus, wie es aussehen soll, unten in der Reihe, sag ich mal. Aber auch die Röhrengraserei, die hat's in sich, wie man hier schon sieht. Was halt auch das Tolle ist, dass diese Karten sich eben verändern. Also man ist auf einmal in der Luft, unter Wasser und sonstiges. Oh, war der zu früh? War der zu früh? Ja, der war zu früh! Ein wenig nervös. Ach, gibt's ja nicht. Jetzt kann ich mich versuchen, in seinen Windschatten mal reinzuhängen. Oh, der ist aber flink, du, der Affe. Der ist aber mal flink. Natürlich, was ein Aim, ey. Nix war's. Nicht mich. Danke. Yes, den Affen geholt. Im Wasser. Nein, noch nicht nach vorne. Natürlich, kommt der Blaue. Aber Gott sei Dank hat sie den neben mir mit erwischt. Weil die Blaue explodiert eben. Natürlich macht es auch umso mehr Spaß mit Freunden. Gerade das ist das Besondere an dem Mario Kart hier. Habe ich gestern war ich auf einer Grillfeier eingeladen und da hatte ich das dabei und man kann es eben gleich dann auch mit seinen Freunden dann lokal spielen. Einfach die Konsole hingestellt, zu zweit gespielt, war super. Zwei Mädels, also die Freundinnen von den Kumpels, sind auch wahnsinnig abgegangen. Also es war wirklich total toll zu sehen, dass dieses Mario Kart noch im Prinzip den gleichen Charme wie immer hat. Ja, oh, schießt auf mich. Hör bloß auf, du. Oh nee, schon wieder eine blaue. Das ist doch. Ist doch ein Witz. Also die blauen sind einfach nur der. Ah, das Schlimmste, was es gibt in dem Spiel. Und eine. Ja gut, gefolgt von der roten. Nein, das habe ich natürlich. Nein, das darf nicht sein. Ja, und da war es das mit den lauter ersten Plätzen. Da habe ich es nämlich nur auf den zweiten geschafft. Aber da war viel Blaupech dabei, aber natürlich auch ein Bockmist, den ich da gebaut habe. Hat zwar eigentlich gesehen nicht so viel Zeit gekostet, aber es hat halt einfach gereicht. Und ja, ihr habt gesehen, dann ist es halt auch schon durch. So schnell geht's halt. Der 150 Kubikzentimeter Cup, der ist halt da schon auch mal noch eine eigene Liga. So, jetzt muss ich es natürlich weiter rausfahren, weil jetzt wird es natürlich an der Spitze umso enger. So, jetzt wenigstens mal den Start nicht verkackt. Eine Fahrt ganz gut. Ja, fahr meine Bananen, mein Freund.
Hier muss man aufpassen, weil hier kriegt man immer so Feuer ab. Nachher wird die Bahn, die verändert sich auch noch so ein bisschen. Da fällt das Zeug hier nämlich sozusagen von der Seite weg. Also fahrerisch hole ich dann alles raus, was bei mir möglich ist. Aber der Kleine bleibt hinten dran, sieht man ganz schön an der Minimap. Das Gute als Erster, wenn man vorfährt, da kriegt man, weil für die Hinteren, da verändert sich jetzt nämlich die Piste schon. Das Problem habe ich jetzt noch nicht. Aber hier sieht man jetzt schon, wie das Zeug weggefallen ist an der Seite, die Strecke sich da von der Charakteristik verändert hat. Fahre ich hier mit der grünen hinten dran, das ist genau eine rote eben. Ach, natürlich eine blaue. Das ist halt dieser Frustfaktor, der gleichzeitig auch das Spielerlebnis irgendwo ausmacht bei Mario Kart. Und ihr seht, Toad ist weiterhin knapp dran. Das war natürlich ein Fehler. Aber hier kann es noch alles offen. Aber da habe ich es auch nochmal in der letzten Sekunde hergegeben. Aber auch wieder hier, die blaue, die... Yeah! Und damit ist es jetzt Toad auf Platz 1 und ich nur auf Platz 2. Das ist ja... Ach, zum Mäusemelken. Damit geht es jetzt hier in die Entscheidungsschlacht. Und jetzt nicht nur so, dass ich nur Erster werden muss, sondern Toad muss auch noch eigentlich weniger als der erste Platz werden. Und dafür, natürlich, wie soll es anders sein, muss eine Regenbogenpiste herhalten bei Mario Kart. In dem Fall der Regenbogenboulevard. Jetzt habe ich den Start verkackt. Ist doch jetzt gerade zum Mäusemelken. So, den Toad erstmal ein bisschen weggecheckt. Aber unfassbar schön gemacht. Also, schaut wirklich fein aus. So, erstmal den Toad wieder ein bisschen auf Abstand gehalten. Der war nämlich schon wieder da hinten. Diese Strecke hat keine klassischen Runden, sondern die geht einmal komplett durch sozusagen. Und komm, rote. Und noch die nächste. Yes. Hier ist jetzt schon der finale Abschnitt. Toad ist nicht auf Platz 2, das ist schon mal sehr sympathisch. Aber natürlich kommt wieder eine rote. Eine blaue natürlich. Ihr seht, ich bin schon so frustriert von den blauen, dass ich schon die Farben nicht mehr unterscheiden kann. Aber hier müsste es reichen. Jetzt reicht es für den Ersten und Toad ist, soweit ich das sehe, nicht Zweiter. Sehr gut, Toad ist auf Nummer 5. Damit habe ich hier den Gesamtcup trotzdem noch nach Hause gefahren. Und hier den verdienten Sieg nach Hause geholt. Zwischenzeitlich war es schwerer als erwartet, aber so ist halt Mario Kart. Genau das macht den Reiz eben aus. Sonst gibt es ja noch so ein paar Highlights, so wie es gewesen ist, vom Mario Kart Television gesponsert. Und wie gesagt, natürlich mit Freunden ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Da ist mein verdienter Pokal. Du hast 120 Münzen gesammelt, ein neues Fahrzeug ist verfügbar, das zeige ich euch auch noch. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder hier in ein Grand Prix springen. Einfach, wir springen da einfach mal rein. Zack, 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 ist ja wurscht. Und jetzt gibt es hier das neue Fahrzeugteil. Wieder Reifen.
dafür gibt es jetzt hier kleinen Türkis. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's wieder mal verdammt viel Spaß gemacht. Das ist einfach Mario Kart. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das war die Folge Angezockt mit Mario Kart 8 Deluxe.